Hallo und herzlich willkommen hier bei Nujo Man Reviews. Heute mal wieder mit einem neuen Video, heute mal wieder mit der Dark Zone. Und wie gesagt, ich wollte gerne meine Sachen abliefern. Hier, so. Autsch. Alter, ein. Da vorne ist der Dude, der alle tötet. Okay, wir sind zu viert, er ist zu zweit mit noch einem. Okay, was kriegen wir hin? Ich bin tot. Leute! Dankeschön. Autsch! Ein Agent in ihrem Team ist verletzt und braucht Hilfe. Ja, da gehe ich jetzt hin. Alter, der macht ja absolut viel Schaden. Der ist auch tot. Gut, komm hier hin. Wiederbelebt mich. Bitte? Bitte? Dankeschön. Komme ich hier jetzt einfach so raus mit meinen Sachen? Dark Zone Kampf, verlasse mich. Ah! Okay, fuck my life. Kann ich eigentlich meinen Dark Zone Tisch genau? So, Stufe 10. Kann ich die benutzen? Die kann ich nicht benutzen. So, okay. Was kann ich denn rauswerfen? Die kann ich rauswerfen. Zerlegen. Okay. Was hat er hier? Hochgeschwindigkeitsmagazin. Und noch mehr Stuff. Alter, die. Ich nenne jetzt Eberhard, keine Ahnung, wie man den nennen soll. Der ist krass. Au! Okay, ich muss weg von dem. Ich will die so schnell wie möglich weg. Der ist fast tot. Jetzt geht er unten rein, okay. Ich hau ab. I'm out of here, bitch. Ah, trotzdem nehme ich noch. Nein, das ist Level 14, das ist scheiße. Ja, komm, nehme ich den hier mit. Komm ich raus? Nein, man kommt nicht raus, oder? Tor benutzen. Haut rein! Achtung! Sie gehen aus der Dark Zone! Hey, Blödmann! Hier drüben! Ey, was soll das denn heißen? Hab ich jetzt die Sachen? Hab ich die da aus? Ich weiß gar nicht. Warte, ich hatte auf jeden Fall schonartig geborgen. Oh nö. Nö, warte mal. Muss der das bergen oder kann ich damit einfach rausmarschieren oder so? Dark Zone. Ich kann mir nicht sagen, du musst in der Dark Zone verbleiben. Scheiße. Bergung trifft an, 40 Sekunden. Was? Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet. Nein. Die holen da gerade. Nein, die bergen da gerade Sachen. Und da vorne sind Gegner. Bitte komm ich hier durch. Okay, das war ein guter Weg.
2,3 Kilometer. In einer Minute zieht er ab. Ich versuche jetzt gerade mal einfach, die einmal vorbeischleichen zu lassen und dann zu rennen. Und 3, 2, 1. Tschüss. Hier ist jemand. Fuck, halbe Minute noch. Nein! Wartet auf mich! Nein! Alter, willst du mich verarschen? 10 Sekunden. Das schaffe ich nicht mehr. Alter, ich habe 6 Sachen dabei. Und jetzt bin ich kurz davor und er zieht ab. Abholbereich. Ja, super. Okay, ich muss hier weg. Weg hier! Kämpf weiter! Oh shit. Das wäre echt ganz cool. Dankeschön. 1,5 Minuten. Helikopter im Anflug! Okay, ich will einfach nur den Stuff hier bergen. Mehr nicht. Mehr will ich echt nicht machen. Ich will einfach nur die ganzen Sachen, die ich hier habe, bergen. Vorne hat mich gerade schon jemand abgeschossen. Dich habe ich gesehen, du Arsch. Come on. 1 Minute noch. Wenn jetzt der Eberhard, keine Ahnung wie der heißt, der Dude, wenn der jetzt hier hinkommt, dann raste ich aus. Dann ist ganz doof. So ist ja schon mal ganz gut, weil hier gerade sowieso keiner kommt. Okay, 40 Sekunden. Das sieht ganz gut aus. Ich glaube, ich habe auch sogar ganz gute Sachen dabei. Mal gucken. Ja, okay, das ist jetzt nicht so cool, aber die ist, glaube ich, ganz gut. Nein, hier hat Schutt markieren. Vergleichen. Okay, ist ein Stück besser. Die ist. Weiß ich gar nicht. Scheiße, die sind ja gar nicht so gut. Ah, der ist gut. Der ist echt gut. Ha! Ein Brandwiderstand, extra Tötungs-EP, das brauche ich nicht. Beginnen Ladungsaufnahme. Okay. Das ist gut. Und die Schiffe kommen jetzt hier hin. Okay, 40 Sekunden ist es weg. In 40 Sekunden habe ich super geile Sachen. Dann kann ich ja ganz hoch. 30 Sekunden bis zum Abschluss der Abholung. Ja. Hi. Sekunden. Ja. 15 Sekunden habe ich Stuff. Können die das eigentlich auch abgeben? Ich weiß es gar nicht. Weil die hier später gekommen sind und nicht direkt dran konnten. Und tschüss. Abholung erfolgreich beendet. Nice. Okay, jetzt habe ich schon mal neue Sachen. Ich glaube, ich gehe noch ein bisschen weiter. Aber ich mache noch ein bisschen weiter, weil vor mir sowieso noch, liegen sowieso noch Sachen und man kann immer was verkaufen. So, ich kämpfe direkt weiter, ne?
direkt mal hier weiter. Au. Leute. Okay, das war jetzt nicht so wie geplant. Aber ich habe jemanden getötet. So, nachladen. Gut, dass der mir hier hilft. So, was haben wir hier? Doppelläufige Schrotflinte, Kaki-Hose. Okay, nehme ich mal einfach beides mit. War da vorne nicht blau, liegen blaue Sachen. Sehe ich das auf der Map? Nee. Da liegen irgendwo blaue Sachen. Wow. Da kann ich nur dran, weil ich Level 10 bin. Super. Boah, irgendwie ist mein Hals gerade trocken. Kann ich hier rein? Ja, kann ich. Hier liegen noch blaue Sachen drin. Das habe ich schon ein paar Mal gesagt jetzt. Ich weiß, aber... Ich will das haben. So, aber das kann ich nämlich zerlegen. Das ist dann ganz geil. So, mein Päckchen ist wieder prall gefüllt. Das heißt, ich rufe, glaube ich, mal den Abholservice. So nenne ich es jetzt einfach mal. So, das nehme ich auch nochmal mit. Weil ich nehme jetzt den Scheiß mit. Warte mal, wo ist denn das Blaue? Abholbereich, Straßensperre, Wahrzeichen. Ist noch ein Abholbereich, noch ein Wahrzeichen. Hier bin ich lang gegangen gerade eben. Okay, egal. Gehe ich jetzt einfach mal hin und tue mir Sachen. Da wird ja wohl keiner was gegen haben. So, ja, womöglich. Bam! Agent, ich nähere mich Ihrer Position. Ach, super. So, ich verstecke mich einfach mal hier. Mal gucken, was in 1,5 Minuten hier ankommt. Okay, warum flackert das so um? Ich geh ja voll die Raver-Party ab. Holy shit, da kommt ein Gegner. Okay, ich will ihn nicht auf mich aufmerksam machen. Einfach nur hier stehen, einfach nur warten. Mehr nicht. Dann den Stuff. War ich den jetzt schon, den habe ich jetzt schon drin. Cool. Ne, war ich nicht, oder? Ja, was hatte ich denn dabei? Stimmt, ich hatte Schoner. Okay. Dann ist es wohl erst, wenn ich rausgehe. Dark Zone Währung. 65 habe ich. Okay. Ja, okay, das mit der Bergung ist jetzt ein bisschen langweilig. Weil gerade sowieso keiner hier ist. Helikopter im Anflug! Ja, ja. Übrigens, heute ist das Wochenende der Closed Beta. Agent, ich nähere mich Ihrer Position. Ja, ich merke das. Closed Beta habe ich glaube ich auch schon. Ja, was heißt glaube ich? Die habe ich schon ein bisschen gespielt. So eine halbe Stunde. Weniger ein bisschen. Weil ich. Ich habe. Hallo? Objektabholung eingeleitet. Und shit. Mein. Komm schon, ich treffe mich nicht. Nein! Wir können es jetzt an Bord holen. Ja, okay, hol's an Bord. Wie reicht das? Sind da hinten welche, die kämpfen? 30 Sekunden bis zum Abschluss der Abholung. Okay, ich schaff das, oder? Überlebe ich das? Nein. Auf jeden Fall ist jetzt gerade das Wochenende der Beta. Der Closed Beta und ich habe schon ein bisschen gespielt. Ich habe es nicht so lange gespielt, weil ich da Kopfschmerzen hatte und so. Und keinen Bock gerade auf Spielen. Komm schon. Ich will hoffen, jetzt zieht das noch hoch. Boah, bitte zieht das noch hoch.
Das wäre der Shit, wenn das jetzt nicht mehr mitnimmt. Ich habe noch mehr über die Nachschublieferung herausgefunden. Es ist die Vision-Ausrüstung. Wir müssen also unbedingt als Erste dort sein. Die SHD-Technik darf nicht den versprengten Fraktionen in die Hände fallen. Warum sie abgeworfen wurde, weiß ich noch nicht. Okay, hier ist nicht viel. Nice, hier ist das Lager und hier sind auch meine Sachen drin. Jetzt sind wir in Tasche. Ich nehme alles mit. So, nice. Hey, das werden Sie brauchen. Ja, das werde ich brauchen. Jetzt gehe ich wieder raus, ne? Ja. Okay, geil. Das war ein schönes Erlebnis in der Dark. Ich konnte mich nicht bewegen. In der Dark Zone. Da werde ich bestimmt irgendwann wieder hingehen. Nur ich bin gerade auch auf der anderen Seite der Map. Lass den los! Okay. Was habe ich hier eigentlich? Turtle Bay? Ist hier nicht auch irgendwie Dink Street? Die. Oh, das. Ach, fuck, ich weiß nicht mehr, wie das hieß. Hallo? Ich will wohl hinreisen. Achso, Blitzreise X. Reisen bestätigen. Ja, genau. Das wollte ich sagen. Ich habe keine Ahnung, worüber ich gerade noch geredet habe. Auf jeden Fall, das war unser schöner Ausflug in den Dark Zone. Da werde ich auf jeden Fall später nochmal hingehen. In den späteren Folgen irgendwann mal. Wenn ich ein bisschen mehr ausgerüstet bin, ein bisschen höheres Level bin und so. Ich verkaufe das jetzt noch die restliche Folge. Und mache noch Sachen. Und rüste mich aus. Wenn ihr darauf keinen Bock mehr habt, könnt ihr natürlich abschalten, wie immer. Hey, das sollten Sie sehen. Aber ihr könnt ja auch dranbleiben, wenn ihr wollt. So, Vergleich mit G. Okay. Okay, ist aber eine Magnum, ne? Kann ich weg. Jetzt habe ich mir die gekauft, ich Idiot. Ich war im falschen Fenster, Entschuldigung. So, ist sie besser? Nein. Die ist aber besser. Waffenschaden für 15 Sekunden erhöhen, nachdem die Fähigkeit eingesetzt wird. Okay, die behalte ich. Die. Auf jeden Fall werfe ich die erstmal weg hier. Das behalte ich. Das werfe ich weg. Die blauen Sachen verarbeite ich. Das werfe ich auch weg. Das behalte ich. Das werfe ich weg. Das werfe ich auch weg. Die Griffe behalte ich erstmal. So, dann kann ich nämlich erstmal ausrüsten hier. So, einmal hier die Mods runternehmen. So, die Mods runternehmen. Den Mod runternehmen. Das hier runternehmen. So, weil die hier ist um einige stärker. So, zack. Dann packe ich hier einmal ein Visier drauf. Dieses thermodifiziert kann sie nicht. Was? Oh. Warum das denn nicht? Achso, jetzt wahrscheinlich, weil es blau ist oder so, keine Ahnung. Ist das hier auch so? Nein. Okay, hier ist es auch nicht so. Keine Ahnung warum. I don't know. Stabilität oder Präzision, optimale Reichweite. Ach, bei so einen Sachen ist das. Okay, ja, okay. Egal. Also Mündung habe ich gar nichts und Outfits habe ich auch nicht. Also Outfits, ja, was heißt Outfits? Sachen, die ich da dran klatschen kann. So habe ich auch eine andere Sniper gefunden, die ist aber schlechter als die Skaha. Okay, dann kann ich die hier nämlich einmal zerlegen. Davon kriege ich nämlich blaue Waffenteile. Blaue Waffenteile sind ganz geil. Ja, zerlegen, X. So, ein blaues Waffenteil. Noch ein blaues Waffenteil. Und oh Wunder, oh Wunder. Die hat noch Mod drauf. Warum hat die einen Mod drauf? Das nehme ich raus. So. Und dann X. So, Waffenteile. Okay. Ach ne, jetzt zückt mein Ohr wieder. So, zack. Wieder zurück. Dann hatte ich hier noch Ausrüstung.
Das hatte ich nicht. Ich hatte hier noch Rüstung. So, zack. Anlegen und das... Komm, zerlege ich einfach mal. Einmal Stoff. Dann hatte ich noch hier Schoner. Die ich aber erst später benutzen kann. Ja, doch nicht. Die sind viel besser, oder? Na, 5000. Ah, die geben mehr Rüstung. Hm. Da kann ich einen Leistungsmod platzieren, da auch. Wähle ich aber die erstmal aus. Und den hier verarbeite ich einmal. Achso, ne, hier habe ich das. Rüstung, dann verarbeite ich die auch hier. Genauso wie die. So, zack, Rüstung. Hier habe ich auch noch einen. Okay, das ist jetzt... Den Rucksack verarbeite ich auch. Rüstung brauche ich nicht und Holz habe ich auch keinen. Dann will ich jetzt mal gucken, was ich so herstellen kann. Beziehungsweise, wofür ich eine Blaupause habe. Okay, die sind alle schlechter. Nice. Mhm. Okay, da bringt mir das gar nichts von. Ich habe auch sowieso keine großen Blaupausen. Merke ich gerade. Was? Verwandelt Anfängungsmaterialien in hochwertige Materialien desselben Typs. Okay. Ich habe keine blauen Blaupausen. Oh, meine Güte. Doch, habe ich wohl. Aber der ist schlechter, weil der Level 5 ist. Oh, der hat mehr Rüstung. Und der andere ist Level 4. Wow. Soll ich meinen bauen? Ne, mache ich nicht. So, hier habe ich auch nichts. Hier habe ich auch eine Blaupause wieder, ne? Ausstattungsmod. Komm, ich mach mal einen. Bitte sei gut. Boah. Zerlegen. Ja. Eine Elektronik. Ach komm, ich versuch's nochmal. Komm, jetzt hab ich aber Glück. Fuck yes. Den will ich haben. So, jetzt habe ich hier nämlich eine Ausstattungsmod. Das kann ich richtig schön auf eine Sache hauen, wo ich... Wo hatte ich denn jetzt einen Ausstattungsmod frei? Ach scheiße, jetzt... Nee! Leistungsmod. Jetzt hatte ich überall nur Leistungsmods und keine Ausstattungsmods. Ja. Das war natürlich komplett worth it. So, wo ich auch noch mal hingehen wollte, ist genau hier, weil hier kann ich, glaube ich, auch noch Sachen eben ausbauen. Da sind Sie ja. Guten Tag. So, guck mal, 800 habe ich. So, 400 Katastrophenhilfe. Ich habe noch Quarantäne. Intensivstation, Flügelausbau-Klinik. Um 1. Ich baue mal den hier aus. Na, das nenne ich mal eine Verbesserung. Oh, Sie sollten das in Rechnung stellen. So, das habe ich gekriegt. Neue Fähigkeiten zum Anlegen. Und ich kriege natürlich einen Dings und dann baue ich das noch im Haus. Das gucke ich mir jetzt auch mal kurz an und dann beende ich die Folge. Juhu. Okay. Mach. Dankeschön. So, dann haben wir hier einmal was neu. Endlich, eine Intensivstation. Intensive Pflege für die schlimmsten Fälle. Das wird Leben retten, Agent. Genau, und dann das Gefahrenlager. Exzellent. Auf Dekontaminationsanlagen haben wir lange gewartet. Jetzt können wir die Schutzausrüstung angemessen warten und aufbewahren. Genau. So, hier könnte ich mit Kendall reden. Das mache ich aber in der nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, könnt ihr euch den Daumen hoch geben und so weiter und so fort. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.